Der Herr hat gesprochen und er wird keine Reue zeigen. Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. July 7, 2007. Von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser, das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, für Timothy und für all jene, die Ohren haben und hören. Timothy, mein Diener, höre und verstehe und nimm meine Worte zu Herzen. Hier ist Weisheit. Schau auf jene, die dir solch großen Kummer und Schmerz bereitet haben. Auch all jene, die dem Anschein nach gegen dich gesprochen haben, mit einem harten Ton, mit Wut, mit Vorwürfen, mit Verachtung und mit Verleumdung, und all dies aufgrund ihres Neides, ihrer Eifersucht und ihren bösen Mutmaßungen. Denn sie hören niemals auf, Gotteslästerungen auszusprechen und Irrlehren zu verbreiten. Sie verstricken sich in all ihren Bemühungen und werden gefangen gehalten von all den Konflikten in ihrem Herzen und in ihren Gedanken, im Offenen und im Stillen. Timothy, gegen wen haben sie gesprochen und mit wem streiten sie? Mit jedem verachtenswerten Wort und jeder Tat. Gegen wen haben sich diese verbündet? Sie rebellieren gegen ihren Gott. Sie können auch die Wahrheit nicht hören, obwohl sie laut von mir sprechen und den Namen meines Sohnes für sich selbst in Anspruch nehmen. Timothy, nimm nicht ein Wort oder eine Tat persönlich, nicht eine. Bete lieber für sie, denn obwohl sie gebildet sind, sind sie geworden wie ein Ungebildeter, der die Dinge Gottes nicht versteht. Noch bleiben sie in Christus und er lebt auch nicht in ihnen. Sie haben ihr Gesicht von mir abgewendet, um ihr falsches Licht vor den Menschen leuchten zu lassen. Entsprechend jenen falschen Lehren, die sie von ihren Vorvätern überliefert bekommen haben. Deshalb, Timothy, wie kommt es, dass du mit ihnen streitest, so wie sie mit dir gestritten haben? Wenn sie in Wirklichkeit beides abgelehnt haben, mich und mein Wort, meine eigenen Briefe, die ich ihnen zukommen ließ, damit sie echtes Wissen empfangen könnten und um ihre Augen zu öffnen für die größere Majestät des Wortes und um all diese schiefen Wege zu begradigen. Deshalb frage ich dich, Geliebter, hast du all diese Worte geschrieben? Sind dies deine eigenen Werke, die du vor dieser Schar offenbart hast? Hast du all diese Dinge in deinem eigenen Auftrag getan? Hast du gelehrt oder auch nur einen einzigen Samen der Wahrheit gepflanzt? Entsprechend deiner eigenen Erkenntnis oder deinem Wissen? Dies ist Eitelkeit, Timothy, Eitelkeit. All diese Beschuldigungen und Verleumdungen, auch all diese bösen Angriffe und Beschimpfungen persönlich zu nehmen, ist große Arroganz und es sind die Samen von Stolz und Eitelkeit. Denn indem du dich selbst verteidigst, hast du alles genommen, was ich dir gegeben habe und es unbewusst zu deinem eigenen gemacht. Dies ist mein Wort, mein Verständnis, mein Wissen, mein eigener Geist, welchen du empfangen hast. Deshalb steig herunter von meinem Thron und demütige dich selbst, Timothy, und tue Buße. Oder hast du so schnell vergessen, dass die Rache mir gehört? Ich werde zurückzahlen. Deshalb werde ich sicherlich all jene zurechtweisen und läutern, die sagen, dass sie mich kennen, obwohl sie mich nicht wirklich kennen. Jene, die sich selbst Christen und Juden nennen, damit sie durch ihre Demütigung auch hochgehoben werden können. Denn ich korrigiere und diszipliniere all jene, die ich liebe, genauso wie ich es mit dir getan habe.
Sei dir auch bewusst und verstehe, jene, die ablehnen, meinen Worten Beachtung zu schenken und die sogar Steine auf meine Propheten werfen, mit jedem herablassenden Wort und mit jeder Tat, im Offenen und im Stillen, werden auf keinen Fall eingesammelt werden, wenn der große Tag des Herrn kommt. Soll ich sie belohnen aufgrund der bloßen Verkündigung ihres Glaubens an meinen Namen? Ich durchsuche die Herzen und Gedanken, und auch das, was nicht gesprochen wird, kenne ich. Auch alle Gedanken ihres Geistes und jede Absicht des Herzens sind dem allerhöchsten Gott bekannt. Deshalb können jene, die ach so gerecht erscheinen vor den Menschen, die wahre Absicht ihrer Herzen nicht mit der Schrift und mit erhabenen Worten zudecken. Auch jene Lehren, die mit Scharlach und Purpur bedeckt sind, kenne und hasse ich. Denn aus dem Herz gehen alle Dinge hervor, die als Handlung ausgeführt und mit dem Mund gesprochen werden. Nichts wird aus sich selbst geboren. Vielmehr ist das, was getan und gesprochen wird, ob in Wahrheit oder Heuchelei, zuerst im Herzen geboren worden, sogar von den innersten Gedanken des Geistes. Denn wie es geschrieben steht, da gibt es nichts Verborgenes, was nicht enthüllt werden wird, auch nichts, was nicht offenbart und ans Tageslicht gebracht wird. Alles wird bekannt gemacht werden. Timothy, fürchte keinen von diesen, die dich verfolgen, noch wetteifere mit ihnen über Worte. Sie sind bloß Fleisch, sie haben Ohren, werden aber nicht zuhören. Sie haben Augen, lehnen jedoch ab, zu sehen. Deshalb, wenn nur ein Pünktchen Korrektur oder Wahrheit gesprochen wird aus dem Mund Gottes, ja von Christus, dann stöpseln sie schnell die Ohren zu und bedecken ihre Augen, damit sie nicht als mangelhaft und schuldig befunden werden für das Verbreiten von Irrlehren und Lästerungen vor Gott. Im Namen des Sohnes. Entheiligung. Soll ich sie denn belohnen für diese Dinge und sie einsammeln, obwohl sie nichts gelernt haben von der Wahrheit, wie sie beabsichtigt war, empfangen zu werden, weder davon sprechend noch darin lebend und auch nicht völlig in der Lehre von Christus bleibend, von welchem sie sagen, dass sie berufen sind, obwohl sie ihm nicht folgen? Noch tragen sie irgendein Kreuz und lehnen es ab, das Kreuz aufzunehmen, mit seinem Gewicht. Noch bitten sie um Kraft, sondern drehen sich immer auf Satans Seite, der gekommen ist, um auch all diese Häuser zu untergraben, die nach meinem Namen benannt sind. Denn sie sind mehr besorgt mit den Dingen der Menschen als mit den Dingen Gottes. Timothy, ich habe dir ein Schwert gegeben, nicht einen Leiterwagen. Nutze, was ich dir gegeben habe, denn meine Sichel ist angehoben und bereit zu ernten. Aber zuerst muss die Ernte vorbereitet und abgesondert werden. Du bist als Lehrer und Prophet zu jenen mit einem demütigen Herz gesandt, die immer mein Gesicht suchen, und als ein Wächter und Soldat zu jenen, die laufend meinem Wort widerstehen und meinen Geist unterdrücken. Schau, beide, der Suchende und der Eigensinnige, werden durchbohrt sein, und der im Herzen wirklich Böse wird darin erschlagen sein. Denn der Herr, euer Gott, respektiert keine Personen, und ich ändere auch nicht. Denn ich bin und werde für immer ich sein, der Gleiche, unverändert. Deshalb geh hinaus, Timothy. Du sollst gehen, wohin ich dich sende, ein scharfes Schwert tragend, welches nicht dein eigenes ist, sondern das, was von mir empfangen und dir gegeben wurde. Schlage auf all diese Nationen und Völker nieder, ob sie zuhören wollen oder ob sie es unterlassen. Schlage sie nieder mit dem Wort aus meinem Mund. Einige in die große Herrlichkeit hochgehoben,
und andere in die Demütigung und die Bösen in die Verdammnis. Deshalb sagt der Herr zu allen Völkern und Nationen: Hört das Wort des Herrn und versteht. Die Propheten sind hinausgesandt. Ihre Zahl 144.000, 12.000 von jedem Stamm. Hört die Trompete und die Warnung, denn der Tag steht bevor und der große Tag des Herrn ist sehr nahe. Tut Buße und rühmt mich. Küsst den Sohn, ihr kennt seinen Namen. Jahoshua, der Heilige von Israel. Schaut, die Ernte wird schon gebündelt. Der laute Ruf nähert sich schnell und wird bald in den Ohren der Erstlinge auf Erden erklingen. Der Herr hat gesprochen und wird keine Reue zeigen. Und so werden alle Dinge geschehen und vollendet werden, ja innerhalb einer Woche. Dann werdet ihr überheblichen Kinder wissen, dass ein Prophet unter euch gewesen ist.